Grünen, Frau Vorsitzende Harms. Ja, sehr geehrte Präsidenten, Herr Kollege Verhofstadt, also wer einen großen Mund hat, der muss dann auch mal springen. Ja? Und wenn Sie sagen, das ist alles so schlimm mit den Vereinigten Staaten von Amerika und den Spionageattacken und ich teile diese Verärgerung, dann muss man an dieser Stelle entscheiden, die Gucht eröffnet die Verhandlungen nicht. Ja? Und an der Stelle dann mal Komplimente an die starke Frau in der Europäischen Kommission, nämlich an Viviane Reding, die das als erstes ausgesprochen hat. In diesen Verhandlungen wird es ganz stark darum gehen, dass europäische Normen zum Beispiel zum Datenschutz infrage gestellt werden. Und deswegen dürfen die Verhandlungen nicht eröffnet werden, bevor wir nicht untersucht haben, wie groß das Problem eigentlich ist. Wenn es noch eine Klärung bedurfte, dann kam die gestern von Außenminister Kerry, der sich hinstellte in der internationalen Öffentlichkeit und erklärt hat, das sei doch alles ganz normal. Also Reding hat recht, stoppt die Gucht und zwar sofort. Und zum Thema große Klappe, ja große Klappe und nichts dahinter. Der Haushalt, meine Damen und Herren, den wir verabschieden, der ist vielleicht für die Duquesa von Alba sehr gut. Ja? Wenn man sich anguckt, was Großgrundbesitzer in der Europäischen Union bekommen werden an Direktzahlungen aus dem Agrarhaushalt und das in Vergleich stellt mit dem, was wir gegen die Jugendarbeitslosigkeit aufwenden, meine Damen und Herren, ich schäme mich dafür, weil das ist genau das strukturelle Problem dieses Haushaltes. Wir setzen nach wie vor die alten, vormodernen Prioritäten. Wir haben mehr Geld für die Agrarindustrie als für die arbeitslosen Jugendlichen. 10 € pro Kopf, ja, bedeutet das, was in der Jugendgarantie steckt. 10 € pro Kopf, das ist wirklich der Hammer. Martin Schulz, du weißt, dass ich sehr enttäuscht gewesen bin über die eilige Zustimmung zu diesem Haushalt. Es hat genau mit dieser armseligen Entscheidung zur Jugendgarantie zu tun. Wir wissen in Deutschland, was das Problem Jugendarbeitslosigkeit bedeutet. Wir haben zum Beispiel mit dem Aufbau Ost versucht zu zeigen, strukturelle Probleme zu überwinden. Was wir heute brauchen, ist ein Aufbau Europa, zumindest ein Aufbau Südeuropa. Die Rezession in Südeuropa ist das große Problem. Junge Menschen werden in großer Zahl täglich zusätzlich arbeitslos. Und solange die Europäer das nicht entscheiden, können sie sich diese Jugendgarantie an den Hut stecken.